Wenn es mir draußen langweilig ist, komme ich immer hierher. Hier spielt man Fußball, Basketball. Hier kommen alle her aus Kirchdorf. Ohne den Gemliner wäre es keine Möglichkeit, hier so eine CD herzustellen, ganz alleine Musik zu machen. Also der Unterschied zwischen Verein und Netzwerk ist ganz einfach. Also die Jugendlichen können alle kommen. Es ist ein offenes Angebot. Jeder kann kommen. Straßenfußball für Toleranz ist ein Turnier, das findet draußen statt, auf dem Asphalt, sozusagen auf der Straße. Da können sich Jugendliche anmelden, von klein auf bis groß an. Alle Angebote, die wir unterbreiten, sind immer von zwei Pädagogen begleitet. Und die sorgen dafür, dass die Regeln eingehalten werden, dass fair gespielt wird zum Beispiel, dass es keine groben Fouls gibt, keine Gewalt, kein Alkohol, keine Drogen, das gibt es hier nicht. Ja, es sind eigentlich drei wichtige Projekte, die wir machen. Auf der einen Seite öffnen wir die Turnhallen am Wochenende. Das ist das Angebot, was immer da ist, was auch als erstes entstanden ist. In den Stadtteilen Hamburgs, wo auch der Migrationsanteil sehr, sehr hoch ist. Das ist in dem Fall Rahlstedt, Billstedt, Kirchdorf Süd. Da bieten wir also den Jugendlichen am Wochenende ein Angebot mit unseren Pädagogen, Basketball zu spielen, Fußball zu spielen, wo wir den Jugendlichen auch klar machen wollen, hey, es ist euer Ding. Schafft eure Bedingungen, dass es auch euer Ding bleibt. Wenn es Streitereien gibt, dann regeln wir es entweder selber oder wenn es gar nicht geht, dann kommt Christopher und Victor und dann regeln die das. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass Jugendliche sich bewegen wollen und dass es eine große Lust gibt, bei den Kids zu spielen, sich auseinanderzusetzen, auch zu kämpfen im fairen Rahmen. Indem die Halle öffnet ist am Wochenende, haben Jugendliche eine Chance, was zu unternehmen. Anstatt sie draußen zum Beispiel auf dumme Gedanken kommen oder so. Zweites Angebot, was wir machen, das ist gerade im Sommer, ist Straßenfußball für Toleranz. Da machen wir 40 Turniere, da pendeln wir von Stadtteil zu Stadtteil in Hamburg, sind wir so richtig auf Tournee, bauen unser kleines Modul auf. Das ist ein Fußballplatz, der in jeder Fußgängerzone, auf jedem Schulhof, auf jedem Innenhof, auch beim Rathaus zum Beispiel, gut funktioniert. Wir bilden Mannschaften. Kleine Unterschiede zu sonstigen Fußballspielen besteht darin, dass in jedem Team ein Mädchen mitspielen muss. Und da muss ein Mädchen immer mitspielen. Und die Tore werden erst anerkannt, sobald das Mädchen ein Tor geschossen hat. Und dann kann das Spiel eigentlich richtig losgehen. Das Mädchen ist der Hauptpunkt im ganzen Spiel. Unser drittes Projekt ist die Unterstützung von Jamliner zusammen mit einigen Musikern hier aus Hamburg. Und da sind wir mit dabei und haben auch selber unseren Pädagogen mit vor Ort. Die Gruppen, die sich hier zusammenfinden, der Kids, haben eine feste Stunde pro Woche, die sie wirklich auch verbindlich einhalten müssen, weil sonst die Möglichkeit auf einen Song, der entwickelt werden soll, gar nicht besteht. Es macht Spaß, aber Arbeit ist schon dabei. Bis die ganze CD fertig war, dauerte es ungefähr so ein halbes Jahr. Wir konnten erstmal kein Instrument spielen, aber Ivo und Christoph haben uns alles gezeigt. Ja, ich war ganz stolz darauf, dass ich eine eigene CD habe und meine Familie hat das gehört und die fanden das auch toll. Wir müssen die Strukturen schaffen, damit die Jugendlichen diese Möglichkeiten haben und wir müssen auch von Netzwerk dafür Sorge tragen, dass wir uns da auch ein bisschen weiterentwickeln, dass wir auch neue Projekte versuchen, neue Hilfestellungen geben. In den Teilen auch von Hamburg, wo man nur nicht so protegiert ins Leben geschickt wird. Ich sage immer, Hamburg besteht nicht nur aus Blankenese.